بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ja, liebe Geschwister, danke schön. Die Themen, über die wir heute sprechen können, sind sehr vielfältig. Es gibt viele, viele unterschiedliche Themen, worauf man aufbauen könnte, nach all dem, worüber wir gesprochen haben. Wir haben über die Ibadah gesprochen, wir haben über As-Sa'i als Kerngrund unserer Existenz gesprochen, wir haben über die Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala durch Dua gesprochen und ja, noch viele, viele weitere Aspekte. Aber heute möchte ich gerne mit euch einfach einen kleinen Schritt mehr in Richtung Praxis gehen. Sprich, all das, womit wir uns beschäftigt haben, wie kann man das in seinem Alltag umsetzen? Als Nutzen für sich und auch für andere Menschen. Wir haben ja nun mal viel darüber gesprochen, was in uns selber drin passiert, wie wir die Welt sehen, wie wir die Welt anders sehen könnten, wie wir unsere Denkweise beeinflussen, wie unsere Denkweise wiederum unser Leben beeinflusst. Aber was hat das denn mit der Welt da draußen zu tun? Was hat das mit den Menschen da draußen zu tun? Mit den Tieren, mit der Umwelt, mit all dem zu tun? Und vielleicht habt ihr draußen das Plakat gesehen, es gibt heute in Dortmund einen sogenannten Tag der Nachbarschaft. Und es ist mit Sicherheit nichts Neues, wenn ich sage, Nachbarschaft ist im Islam etwas sehr Wichtiges. Und Nachbarschaft, Nachbarschaftspflege, das Kümmern um andere Menschen, ist ein Teil unserer Religion. Wir sind sozusagen dazu verpflichtet, uns um andere Menschen zu kümmern, ihnen das Leben schöner zu machen. Und ja, natürlich auch uns selbst das Leben schöner zu machen. Das Ganze fängt nun einmal an bei uns selbst. Um dann aber wirklich in die Praxis zu gehen, nach draußen zu gehen, diese Kraft, die wir geschöpft haben, zu nutzen, um vielleicht als erstes unserer Familie, unseren Freunden etwas Gutes zu tun, dann aber natürlich auch unseren Nachbarn. Die Menschen, mit denen wir mehr oder weniger zusammen wohnen, oder zumindest in unmittelbarer Nähe wohnen. Menschen, denen wir oft begegnen, denen wir hoffentlich auch einen Gruß aussprechen, vielleicht auch mit einem Lächeln mal begegnen. Und nicht, wenn wir die Tür aufmachen und hören, dass irgendwo ein Nachbar auch die Tür aufgemacht hat, lieber einen Moment warten, bevor wir die Treppe runtergehen, damit wir ihm nicht begegnen. Die Kernfrage, die sich an der Stelle für mich immer wieder stellt, ist, warum das Ganze, wozu und vor allem, wie wollen wir unseren Mitmenschen begegnen? Also jetzt mal aus einem etwas anderen Blickwinkel, aus einer völlig anderen Thematik, wenn man aus Richtung Marketing kommt und wie verkaufe ich Produkte und wo will ich hin, ist immer eine der Kernfragen nach der Positionierung. Wie positionierst du dich? Wie willst du da draußen wahrgenommen werden? Wofür willst du da draußen wahrgenommen werden? Und ja, wenn wir uns mit unseren Nachbarn beschäftigen, und zwar über das Maß hinaus, ich will ein paar Hasanat sammeln und ich will als Muslim nicht, mindestens nicht als schlecht da wahrgenommen werden, dann müssen wir uns damit beschäftigen, wie wollen wir da draußen wahrgenommen werden. Wir als Verein beispielsweise haben uns genau mit diesen Fragestellungen beschäftigt und haben daraufhin gesagt, okay, wir wollen zum Beispiel für Werte wie Innovation, für Soziales wahrgenommen werden, wir wollen für fairen Konsum, für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt wahrgenommen werden. Und daraufhin konzentrieren sich dann die Aktivitäten. Das ist jetzt für uns als Verein. Aber das betrifft auch jeden Einzelnen. Wofür möchtest du von deinen Nachbarn wahrgenommen werden?
als der Hilfsbereite, als der Laute, als der Barmherzige, als der Freundliche. Es gibt eine Vielzahl von Eigenschaften, für die du dich entscheiden kannst. Und naja, das Ding ist, wir haben oft damit zu kämpfen, wer wir sind, weil nun mal, wer wir sind, sich zusammensetzt aus einem Selbstbild und aus einem Fremdbild. Das wirkt irgendwo ineinander. Und das, was du manchmal da draußen zeigst, entspricht vielleicht nicht dem, was du eigentlich zeigen möchtest. Und da dürfen wir auch bewusst mit umgehen und überlegen, wer bist du? Wer bist du, wenn du da draußen bist? Was sagen deine Handlungen, nicht deine Worte? Du kannst dich noch so sehr beschreiben, aber am Ende ist das, was die Menschen da draußen wahrnehmen, das, was du tust. Verschließt du alles und grenzt dich ab oder begegnest du Menschen mit offenen Armen? So, warum ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen? Es gibt einfach so eine Kette von drei Begriffen: Sein, Tun und Haben. Und wir sind nun mal oft einfach nur fixiert auf das Haben. Wir wollen irgendetwas haben, aus welchen Gründen auch immer. Naja, aber das Ganze fängt auch mit dem an, wer du eigentlich bist, weil das beeinflusst deine Handlung und das wiederum beeinflusst, was du hast. Und das können wir übertragen auf diesen Umgang mit der Nachbarschaft. Weil Haben bezieht sich nun mal nicht nur auf das Finanzielle oder auf das Materielle, sondern das Haben bezieht sich auf zum Beispiel Menschen um sich zu haben, die hilfsbereit sind. Es betrifft Emotionen, die wir miteinander austauschen. Haben kann Barmherzigkeit, kann Liebe, kann Freundschaft, kann Zuneigung, kann Nähe, kann Verbindung, kann alles Mögliche sein. Das betrifft nicht nur das Materielle, womit wir das leider oft verbinden. So, woher haben wir das denn überhaupt, dass wir sagen, naja, das Thema Nachbarschaft ist wichtig? Einer der Verse ist beispielsweise aus Surat An-Nisa, der Vers Nummer 36. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Und dient Allah und gesellt ihm nichts bei, und zu den Eltern sollt ihr gütig sein und zu den Verwandten, den Weisen, den Armen, dem verwandten Nachbarn, dem fremden Nachbarn, dem Gefährten zur Seite, dem Sohn des Weges und denen, die eure rechte Hand besitzt. Allah liebt nicht, wer eingebildet und prahlerisch ist. Das heißt, in dem Moment, wo du dich von Menschen abwendest, ist da auch irgendwo dass dieses Thema eingebildet sein, Stolz oder viele andere dieser Begriffe, prahlerisch zu sein, spielt da alles mit rein. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe noch an weiteren Hadithen, die davon handeln, dass man eben gut mit seinen Nachbarn sein soll und dass niemand das Paradies betreten wird, wenn die Nachbarn nicht mit ihm zufrieden sind. Aber vielleicht so einfach eine kleine Auflistung von verschiedenen Dingen, wenn wir über Nachbarschaft reden, die da einfach reinspielt. Zum Beispiel sollen wir unsere Nachbarn besuchen, wenn sie krank sind. Wir sollen, wenn sie von uns gegangen sind, ihre Bestattung oder die Beisetzung besuchen. Wir sollen ihnen in der Not helfen. Wir sollen ihnen zu den Festen gratulieren, Trost spenden und so weiter und so fort. Das heißt, wenn wir so wollen, dann kann man das Ganze sogar noch weiter runterbrechen und schlicht und ergreifend sagen, das Kümmern um den Nachbarn ist schlicht und ergreifend Menschlichkeit. Kümmerst du dich nicht um deine Mitmenschen, um das Ganze noch ein bisschen weiter zu fassen, entledigst du dich selbst deiner Menschlichkeit. Du nimmst Abstand von deiner Menschlichkeit, wenn du Abstand von anderen Menschen nimmst. Ich glaube, das ist eine Aussage, die darf ruhig einen Moment sacken.
Wie komme ich da drauf? Naja, in Surat al-Hujurat, Vers 13 steht, Ja ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna allaha alimun khabir. O ihr Menschen, wir haben euch ja von einem männlichen und einem weiblichen Wesen erschaffen und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Gewiss, der Geehrteste von euch bei Allah ist der Gottesfürchtigste von euch. Gewiss, Allah ist allwissend und allkundig. Dafür sind wir da, um einander kennenzulernen, um einander zu helfen, um miteinander den Weg des Lebens einfach schlicht und ergreifend zu gehen. Es gibt ja auch einen schönen Hadith, der das, finde ich, auch auf einer einfachen Art und Weise beschreibt. Der beste Freund ist für Allah der, der seinen Freund am besten behandelt. Und der beste Nachbar ist der, der seinen Nachbarn am besten behandelt. Jetzt stellt sich natürlich schon irgendwo auch die Frage, warum ist das so wichtig? Warum legt Allah subhanahu wa ta'ala da so viel Wert darauf? Weil wir am Ende des Tages immer einfach eine Gesellschaft sind. Und eine Gesellschaft bedeutet, dass wir eine Gemeinschaft sind. Und eine Gemeinschaft bedeutet, dass es um das Miteinander geht. Auch hier mache ich wieder den Bogen und sage, es geht ums Menschsein. Und das Ganze fängt im Kleinen auf und hört im ganz Großen erst gar nicht auf. Es fängt an bei einem einfachen Hallo. Es fängt an bei, ich wünsche euch einen schönen Urlaub. Es fängt an bei einem Lächeln. All das sind Dinge, die zu der Menschlichkeit, zu dem Miteinander beitragen. Und da darf auch wirklich jeder Einzelne überlegen, was sind die Werte, nach denen er handelt? Was sind die Werte, die ich da draußen verkörpern möchte? Für dich persönlich, das, was dir persönlich wichtig ist. Jeder von uns wird andere Schwerpunkte haben, wird andere Dinge haben, die für ihn, für sie wichtig sind. Und das gehört eben alles dazu. Wir sind einfach soziale Wesen. Unser Leben basiert auf Geben und Nehmen. Unser Leben, unsere Gemeinschaft und das Miteinander basiert auf Zusammenhalt, basiert auf Weiterentwicklung. Es basiert auf Begegnung. Das ist, was mit diesem Vers gemeint ist, dass es um das Kennenlernen geht, um das Miteinander geht. Abholen wir zum Haun, wa astaghfirullahi wa lakum fa astaghfiru, innahu huwa al-ghafuru rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, da haben wir jetzt schon mal darüber gesprochen, warum das so wichtig ist, warum das ein Kernbestandteil unserer Religion ist. Und vor allem, das habe ich jetzt nicht explizit erwähnt bis jetzt, aber ich hoffe, dass es bei dem, was ich erklärt habe, durchgeklungen ist. Hier reden wir nicht über irgendeine Einschränkung, ob der es verdient hat oder nicht. Wir reden hier nicht über eine Einschränkung, ja, aber gilt das nur für muslimische Nachbarn oder auch für nicht-muslimische Nachbarn? Nein, es geht schlicht und ergreifend um Nachbarn. Es geht schlicht und ergreifend um Menschen. Und meiner Meinung nach, jeder, der anfängt, da nach Unterscheidungen zu suchen, der sucht einfach nur nach einem Ausweg, kein guter Mensch zu sein. Der sucht nach einem Ausweg, das Gute nicht zu tun. Und sucht nach Gründen dazu, es sein zu lassen. Ja, aber dann sei doch zumindest in dem Moment ehrlich zu dir und sag, nö, habe ich einfach gerade keinen Bock drauf. Weil das ist dann auch überhaupt der Schlüssel, um sich dann weiterzuentwickeln oder sein Verhalten zu ändern, indem man sein Verhalten erstmal akzeptiert. So, wir hatten ja auch gerade darüber gesprochen, dass das Ganze mit kleinen Gesten anfängt, mit dem Gruß, mit einem Lächeln und dementsprechend wirklich Vorsicht vor so Sachen wie Parallelgesellschaften. Dinge, die nun mal leider einfach existieren, die oft da sind, beziehen sich nicht nur auf religiöse Sachen, nicht nur auf kulturelle Sachen, sondern auch ganz viel mit sozialem Stand und so weiter. Generell Parallelgesellschaften achtsam mit umgehen, vermeiden. Und es
es gibt so viele Gelegenheiten, wo wir sowas nutzen können. Bei uns war das jetzt eben jetzt diese Einladung, bei so einem Tag der Nachbarschaft, für den dann auch dortmundweit geworben wird, einfach mal mitzumachen. Aber auch bei unseren direkten Nachbarn im privaten Umfeld hat man ja so Sachen. Wie kann man zu den Festen gratulieren? Wie kann man die Nachbarn an den eigenen Festen teilhaben lassen? Also wir wohnen im selben Haus mit unseren Vermietern. Und wirklich, da immer wenn jemand Geburtstag hat, kommen sie vorbei, klingeln, haben eine Tafel Schokolade, einen Strauß Blumen, was auch immer da. Ja, das ist schön. Natürlich freut man sich darüber, über so eine kleine Aufmerksamkeit, über so eine kleine Geste. Und wie heißt es so schön? Sei du selbst die Veränderung, die du dir für diese Welt wünschst. Und da kommen wir nämlich so langsam zu dem zweiten Part, der für mich besonders wichtig ist, weil ganz oft finden wir 100 Gründe, nicht gut zu unseren Nachbarn zu sein. Ich rede jetzt nicht von böse zu ihnen sein, aber zumindest das Gute nicht zu tun. Böse sein ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Ich rede jetzt erstmal nur von das Gute nicht zu tun. Naja, entweder fragt man sich, wo fange ich an? Ja, fang einfach beim Nächsten an, der dir am nächsten ist. Und ja, manchmal reden wir dann sogar nicht mal am Nachbarn an der Tür gegenüber, sondern in der eigenen Familie. Da darf man auch anfangen. Aber mögliche Hürden sind eben auch sowas wie, ja, aber da kommt nichts zurück. Ja, da ist kein Dankeschön. Ja, der ist sowieso immer unfreundlich zu mir. Oder vielleicht ist sogar eine explizite Ablehnung geäußert worden. Nein, das möchte ich nicht, dass du mit mir redest oder dass du mir ein Geschenk machst oder ähnliches. So, und die Lösung ist an der Stelle relativ simpel. Wenn jetzt wirklich jemand sich einfach klar äußert, ich möchte diesen Kontakt nicht oder ich möchte das und das nicht, in Ordnung, das ist sein gutes Recht. Und ganz ehrlich, das sind so Dinge, die sagen viel mehr über die Person selbst aus, als über das, was du vielleicht gemacht hast. Und das andere, viel größere Thema ist, tu das, was du für gut hältst. Deswegen sagte ich das eben mit den Werten. Ich bin da ja schon mal in einer anderen Predigt etwas tiefer reingegangen, in das Thema Werte. Aber handle nach deinen Werten, unabhängig davon, was zurückkommt und was nicht. Tu einfach das Gute. Tu es nicht, um etwas zurückzubekommen. Tu es nicht in der Erwartung, ja, aber dann muss auf der anderen Seite das und das passieren. Vielleicht kennt ihr das auch. Also ich kenne es zumindest aus, ich kenne es ziemlich gut, dass man zum Beispiel sagt, ja, okay, wenn du ihn jetzt angerufen hast, muss er beim nächsten Mal anrufen. Und nein, wenn du dich jetzt bei ihm meldest, dann erniedrigst du dich schon fast selbst. Sind das wirklich Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen? Können wir nicht einfach mal der Intuition, dem Herzen ein bisschen mehr folgen? Einfach mal machen, was gerade aus dem Herzen kommt? Wenn ich gerade fühle, dass ich einem guten Freund irgendetwas sagen möchte, ja, aber ich habe mich nun mal das letzte Mal gemeldet. Ja, was jetzt? Schreibe ich das jetzt auf und lasse das in der Schublade verschwinden, weil ich muss jetzt warten, bis er mich anruft? Ich weiß, es ist jetzt ein sehr, sehr banales Beispiel, aber so oder in ähnlicher Form passiert sowas einfach immer wieder. Und wir folgen nicht unserem Herzen, wir folgen nicht unserer Intuition. Ja, und was sagt dann irgendwann im Laufe der Zeit das Herz oder die Intuition, wenn man das oft genug gesagt hat? Nö. Wenn du nicht auf mich hören willst, dann kriegst du von mir auch nichts mehr mitgeteilt. Und schon schneiden wir uns von uns selbst ab, dann im Laufe der Zeit auch somit von Gott, von unseren Mitmenschen, von allem schneiden wir uns ab. Und irgendwann findet man sich wieder vollkommen allein irgendwo, im besten Fall in seinem warmen Zuhause. Nicht gut. Finde einfach das Glück darin, das zu tun, was für dich gut ist. Also was aus deinem Wertesystem gut ist. Finde darin die Erfüllung, genau das zu tun. Egal, was von außen zurückkommt. Kleine Erinnerung an der Stelle.
Wir haben ja auch ganz viel über die Ibadah gesprochen. Und Abdelhai hatte ja auch schön auseinandergedröselt. Wen betest du an? Betest du wirklich Gott an? Betest du dein Ego an? Betest du den Teufel an? Ja, in dem Moment, wo du das machst, um zu, betest du jemand anderes als Gott an. Solange du all diese Dinge einfach nur tust des Tuns wegen, nicht mehr und nicht weniger, betest du aus deinem Herzen Allah subhanahu wa ta'ala an. Und dann bist du nämlich beim Sa'i. Dann bist du beim wahren Sa'i. Was auch immer dann im Laufe der Zeit zurückkommt. Handle aus reinem Herzen. Handle einfach aus dem, was du gerade als gut empfindest. Und je stärker du deine Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala stärkst und je mehr du Sa'i als deinen Kernlebensinhalt betrachtest, umso leichter wird dir das fallen, weil dann deine Intuition und dein Herz dich genau dahin leiten werden. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا الله, hilf uns immer mit reinem Herzen zu handeln. Hilf uns nach deinen Werten, nach deinen Maßstäben zu handeln. Hilf uns, unabhängig zu sein von dem, was uns entgegengebracht wird. Hilf uns, die Kraft und den Mut und die Zielgerichtetheit für unsere Handlungen zu finden. Hilf uns, die Verbindung zu anderen Menschen zu finden, um sie zu erreichen, um auch ihnen die Verbindung zu dir klarer zu machen, näher zu bringen und uns selbst und auch diesen Menschen ein schöneres Leben zu bescheren.